Es gibt so viel zu sehen, hilf mir es zu verstehen, Blippi! Wow! Wir sind in einer artifiziellen Wüste! Ja! Das ist ein Kaktus! Das ist ein Kaktus! Und das ist ein Kaktus! Ich liebe Kaktin! Oh, und was ist das hier? Das ist eine Spornschildkröte, um genau zu sein. Und schau mal her, Kinder. Er frisst Gemüse. Guck mal her. Hier, Todes. Ich habe was für dich. Lecker. Ja. Lecker. Er frisst Blumen und Gemüse sehr gern. Na, ich denke, es ist doch Zeit. Für einen Song. Eine Riesenschildkröte wohnt auf dem Land. Sonnenschein wärmt ihn auf und er liegt im Sand. Er heißt Tortes. Was, Tortes? Ein Reptilfreund. Wie schreibt man denn das? T-O-R-T-O. I-S-E. Verstehe ich. Was kannst du mir noch sagen? Er hat vier krumme Beine und einen Mundstapel. Er frisst gern Pflanzen ab und er ist zahnlos. Er heißt Tortes. Ein Reptilfreund. Von der Galapagos zu der California Coast. T-O-R-T-O. Landschildkröten leben noch sehr, sehr lang. Sie bewegen sich auch gern sehr langsam. Und wenn er Angst hat, versteckt er sich gut. In seinem Rückenschild ist er gut geschützt. Er heißt Todes. Reptilfreund. Du weißt doch, wie man das schreibt, oder? T-O-R-T-O. Noch einmal. T-O-R-T-O. I-S-E. Wow! Ich bin ja so überrascht, wie toll und fantastisch Landschildkröten sind. Ich liebe Landschildkröten und ich liebe Schildkröten sehr viel. Sein Rückenschild ist sehr hart. Na, vielen Dank für Singen und Tanzen zum Tortes-Song mit mir. Tschüss. Blippi, komm, wir geben Gas. Lernen macht auch Spaß. Blippi, Blippi, es gibt so viel zu sehen. Hilf mir, es zu verstehen. Blippi.